يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Dieser Monat ist nicht ein Monat, an dem man sich zurücklehnen kann und schlafen kann. Dieser Monat ist der Monat des Koran. Das ist ein heiliger Monat für die Muslimen. Der Monat, an dem man sehr viel Belohnung erlangen kann. Für die neue Tauba geht. Und für uns alle. Dieser Ramadan ist eine Chance von Allah subhanahu wa ta'ala für die Reue gezeigt. Und für uns alle. Und nach dem Ramadan wirst du beweisen, wer es verstanden hat oder nicht. Und fast der Ramadan, ob das der letzte Ramadan wäre, dann wirst du sehen, du wirst dir Mühe geben. In Einsamkeit, nicht nur alle für alle Leute. Ihr sollt nicht Ramadan dienen, sondern Allah dienen. In Ramadan. Denn viele dienen Allah nur in Ramadan. Nach Ramadan Staub vergisst er Allah nicht. Vergisst alles, was er gemacht hat. Sogar er verwirrt alles, was er gemacht hat in Ramadan. Die ganze Anstrengung. Staub. Und da hat er auf seinen Schlaf verzichtet, auf sein Essen, auf sein Trinken. Warum? Und jetzt, a'udhu billahi, verdirbt alles, was er gemacht hat. Alles umsonst. Luft. Nicht. Staub. Nicht. Hat kein Wert bei Allah, weil er das Fasten nicht begriffen hat. Ab und zu mal gedenken sie Allah. Ab und zu mal beten sie. Nein, zu denen wollen wir nicht gehören, inshallah. Und Ramadan können wir es beweisen, bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Wir müssen diese Chance ausnutzen in diesem Leben. Ramadan zu erleben und Ramadan zu fasten. Ja? Das war der Wunsch von Sahaba und die Frommen damals. Sie haben sich Sorgen gemacht. Nicht, weil sie, egal, sie verrichten Taten oder nicht, sondern deren Sorge war, ob Allah diese Tat Yawm al-Qiyamah annimmt oder nicht. Das war die Sorge von Sahaba. Dass Ramadan sie verlässt und sie gehören nicht zu den Gewinnern. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. طيب بسم الله نحمده ونصلي على رسول الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في بجيجن بيد جزيجنة المونت رمضان. Bidnallahi subhanahu wa ta'ala. Er sagt, unsere vortrefflichen Vorfahren, Sahaba radiyallahu anhum, die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wa sallam und die Nachfolger von Sahaba, die nach dem Tod von Rasulullah sallam gekommen sind und die Schüler von Sahaba und die Schüler vom Schüler von Sahaba radiyallahu anhum, diese Menschen haben sich sehr, sehr beschäftigt mit Ramadan. Sie haben sich sehr beschäftigt mit dem Monat Ramadan und sie haben sich sehr, sehr gefreut über die Ankunft von Ramadan, von diesem gesegneten Monat im Islam. Und diese Menschen, diese frommen Salih, diese frommen und tugendhaften Menschen, sie haben Allah subhanahu wa ta'ala vor Ramadan gebeten, sehr oft Allah darum gebeten, subhanahu wa ta'ala, dass er sie am Leben erhält, damit sie Ramadan erleben können. Ja, weil sie kennen das Werk von diesem Monat im Islam. Und die haben sogar, manche Gelehrten sagen, sie haben Allah subhanahu wa ta'ala 6 Monate vor Ramadan gebeten, dass er denen erlaubt, Ramadan zu erleben und Ramadan zu fasten. Ja? Das war der Wunsch von Sahaba und die Frommen damals, unsere vortrefflichen Vorfahren. Und genauso nach Ramadan, nachdem sie gefastet haben, manche Gelehrten sagen, 6 Monate danach, sie haben immer noch Allah subhanahu wa ta'ala darum gebeten, dass er deren Fasten akzeptiert und annimmt. Denn die Sorge von Sahaba damals, radiyallahu anhu, ist nicht die Tat selbst, sondern die haben sich Sorgen gemacht, ob diese Tat angenommen wird bei Allah subhanahu wa ta'ala oder nicht. Sie haben sich Sorgen gemacht. Sie haben gezittert, sie haben geweint, deren Herzen waren aufgeregt, ob Allah diese Tat Yawm al-Qiyamah annimmt oder nicht. Das war die Sorge von Sahaba. Das heißt, die Qualität der Tat war wichtig für Sahaba, radiyallahu anhum, besonders in Ramadan auch. Diese Menschen sagten, يَسُمُونَ أَيَّامُهُ وَيَحْفِظُونَ صِيَامَهُ. Sie haben die Tage von Ramadan gefastet. Ja? Sie wussten, dass es eine Pflicht ist und sie haben gefastet. Und sie haben das Fasten bewahrt. Ja? Sahaba haben begriffen, was Fasten heißt im Islam. Nicht nur nicht mehr essen und nicht trinken. Sie haben begriffen, was das Fasten heißt im Islam, weil die sind die Schüler des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, der die Offenbarung bekommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Also sie haben das Wissen sofort und direkt von der Quelle genommen, dieser reine Quelle des Islam. Und das ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und sie haben sich von dem ferngehalten, was deren Fasten verwirrt.
Sie haben sehr darauf geachtet. Ja. Sie haben sich fern von dem ferngehalten, was deren Fasten verdirbt. Oder das, was deren Fasten an Belohnung verringert. Das heißt, sie haben sich Sorgen gemacht. Was verringert mein Fasten? Die Belohnung von meinem Fasten? Was verdirbt mein Fasten in Ramadan? Weil sie wissen, wie hoch die Belohnung von Ramadan ist, vom Fasten, des Monat Ramadan im Islam bei Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, sie haben sich Sorgen gemacht um jede einzige Tat, um jede Belohnung im Islam. Sagt, sie haben sich von allem ferngehalten, was wir gesagt haben, was deren Fasten verdirbt. Schlechte Gerede, schlechtes Denken, schlechtes Sehen, schlechtes Hören, a'udhu billah. Sie wollten nicht schlechtes Hören, Sahaba. Sie wollen nicht schlechtes Reden. Und das war die Lage von Sahaba sowieso schon vor Ramadan. Sahaba, sie haben schon vor Ramadan auf deren Zungen geachtet, auf deren Glieder komplett geachtet. Sie haben nicht Haram angeguckt, sie haben nichts Verbotenes angeguckt, sie haben nichts Verbotenes gehört. Sogar Sahaba, wenn sie an Leute vorbeigegangen sind, die Schlechtes geredet haben oder Gesang gehört haben oder Musik oder getanzt haben oder A'udhu Billah, sagt man das, gelästert haben, sie gingen geehrt und mit Ehre durch vorbei, ob sie das gar nicht gesehen haben und gar nicht gehört haben. Oder sie haben das Schlechte verboten. Das war vor Ramadan. In Ramadan, sie haben noch mehr drauf geachtet, Sahab. Weil sie Angst hatten, dass sie Ramadan, dass Ramadan sie verlässt und sie gehören nicht zu den Gewinnern. Denn nicht jeder wird sein Gebet akzeptiert im Islam. Und nicht jeder wird seine Taten allgemein akzeptiert im Islam. Und besonders nicht jeder wird sein Fasten im Islam akzeptiert bei Allah subhanahu wa ta'ala. Denn nicht irgendein Fasten wird angenommen. Sondern das wahre Fasten von Sahaba radiallahu.